Und dann saßen wir halt in der Küche und da gab es halt so eine Schüssel, so eine Aluschüssel, musst du dir vorstellen, mit so Chips drin, ja? Und die waren halt irgendwann leer. Und dann kam halt auf die großartige Idee, so, ey, lass doch mal Niklas fragen, ob es okay ist, wenn wir hier drin Feuer machen. Bin zu Niklas gegangen, hab ihn gefragt und sagte er, da muss man nicht fragen, das könnt ihr einfach machen. Dann bin ich wieder in einen anderen Raum gegangen, hab gesagt, Niklas hat gesagt, das brauchen wir nicht fragen, das können wir einfach machen. Ja? Eine Person, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, damit er nicht geblamed wird, schnappt sich das Zewa, legt das da rein. Eine Dame, die dabei war, die ich, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, schnappt sich die Streichhölzer und fängt an, so Streichholzkanone zu machen. Weißt du, das Päckchen in die Hand nehmen, ein Ding oben draufsetzen, dann so die Streichhölzer wegzuschnipsen, sodass die aber angehen. Ja. Und landet halt in der Schüssel. Da liegt da halt so ein Zewa-Blatt drin. Wie gesagt, dieses eine Zewa-Blatt dann guckelt dann halt so ein bisschen vor sich hin und dann nur so der Spruch von dem Typen: Was brennt er gar nicht richtig, da muss mehr Zewa rein. Ja, Ende vom Lied. Irgendwann wird das Licht ausgemacht im Raum, weißt du, weil die Schüssel am brennen, das Lagerfeuer fiel. Wie geil. Ja, so in der Wohnung. In der Wohnung, ey, ich bin ganz ehrlich, Niklas war auch sehr sauer. Ach, der war sauer? Ihr habt doch vorher gefragt. Ja, der hat doch nicht damit gerechnet, dass, weißt du, ich hab ihn danke gefragt, aber natürlich auch Spaß. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass irgendein Typ auf Ach die Idee gekommen. so. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, Peter, ja? Natürlich frage ich, bei sowas fragen mich ja dabei, aber das dann in die Tat umsetzen. Wie oft habe ich schon Ja gesagt, wenn jemand sagt, ey, möchte ich ein bisschen Crystal Meth haben, weißt Ja, dauert, aber dann setzt das ja auch in die Tat um. du? Ja, das stimmt, das setzt dann in die Tat um. Ich gebe auf. Ja, ditto. Ich will gar nicht die Befriedigung geben, auch wenn Komme das jetzt schafft. Da Ah, läuft. fuck, Nicht ey. hin. Geil, jetzt haben wir Peter unter Druck gesetzt. Oh ja. Ja, und Spaß. Ja, jetzt gucke ich mal an, wie Peter das gemacht hat. Auf jeden Fall, liebe Kinder, nicht nachmachen, mit Feuer spielt man nicht. Das ist absolut richtig. Aber es ist nichts Schlimmeres passiert, oder? Ja, das passiert, halt macht Bird halt weg und dann fliegen halt so, das letzte Stückchen geht ja dann immer so in die Luft, hat man früher ja im Kindergarten vielleicht mal gemacht. Ja. Ja, und dann flogen halt so, ich sag mal, Röhren aus Zewa durch den Raum. Lol. Oh Mann. Ich kann euch aber mal erklären, wie ich das gemacht habe, jetzt wo Ja, ihr und halb aufgehoben sieben habt. sprach dann auch für sich. Halb sieben ist natürlich schon eine klare Ansage, das stimmt allerdings. Fuck. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz noch Trashy grüßen, ja? Also, aka Mr. Trashpack. Ja, hast ganz schön geschwächelt, Phil, ja? 3 Uhr warst du weg oder so. Das war nicht Naja, noch cool. besser als Hand of Blood, wa? Ja, das ist ein Lappen. Als Hand of Head Lappen ist das, Alter. auf Lappen. Das ist ja viel bessere Hashtag als Sad. Ja, dann machen wir das. Das kann nicht wahr sein. Oh Mann, Aber Hand Peter. of Lappen. Das ist gar nicht so einfach, da hinten in die fucking Ecke zu kommen. Und Spaß, wie machst du Spacken das? Ich stelle mich mit Shift da drauf und gehe so weit in Richtung, wo ich springen will, wie ich kann. Ja, und dann springst du, drückst STRG und springst, oder? Ich drücke. Lol. Okay, ja, alles klar. Okay. Lol. Lol, das klappt ja fast jedes Mal. Ja. Mal zwischendurch fällt man halt mal runter, weil man dann doch irgendwie zu spät abspringt. Das ist alles toll, Hardy. Haben wir verschenkt. Ja, machst du nix. Kann nicht wahr sein. Boah, jetzt werde ich selber ungeduldig, weil ich das schaffen will. Ah, fuck. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich für so eine Hausparty meine Wohnung zur Verfügung stellen würde. No chance. Ja. Absolut no chance. Never, ever. Niemals. Wie viel ist denn so kaputt gegangen? Ich hab zumindest nichts mitgekriegt, wenn ich gerade drüber nachdenke. Aber das heißt nichts. Nur weil das Ich muss jetzt mal, nicht passiert ist. kurz minimieren und Hardy lauter machen. Was aber richtig cool ist, Ja, Moment, der hat jetzt halt sind wir standardgemäß in seiner wieder auf Wohnung. Aufnahme.
Also fangen wir der stand gemäß in seiner Wohnung so Kinositze. Hadi, hast du das gemacht? Yep. Während ich nicht in der Aufnahme war. Ja, wir waren aber doch alle fertig. Und du hast nur gesagt, du musst eben minimieren, um Dings. Du hast nicht gesagt, dass du die Aufnahme unterbrechen musst. Ja, wenn ich minimiere, dann unterbricht die Aufnahme automatisch. Ja, das habe ich irgendwie dann nicht damit assoziiert. Ja, das stimmt allerdings. Ja, aber so schwer ist das jetzt nur wirklich nicht gewesen. Das sind 2, 3, 4er-Sprünge und fertig ist die Kiste. Guck mal, Bram macht das nämlich jetzt auch. Das in einmal gemacht, Peter. Ja, ohne guck zu mal, das hat keine 20 Sekunden gedauert. Fisch jetzt frech. Erster. Und der zweite. Jetzt der letzte. Da muss ich jetzt auch noch mal gucken, was ich mache hier. Frage ist jetzt, Peter, für PC oder PS4? Weil auf der für PC läuft es auch. Ah, okay, aber auf der PS4 läuft es auch mit 60 Frames. Das ist eigentlich gar nicht so unnice. Ich sehe keinen Grund für PS4. Ah. Kommt das ich habe am PC den besseren raus? Controller. Es kommt gleichzeitig raus. Ich habe am PC den Xbox One Controller. Es sieht besser aus. Ja, und am Fernsehen kann ich es trotzdem spielen. Okay. Das ist ein Moment. Deswegen gar keine Frage. Das Einzige, was mich nervt tatsächlich, ist, dass die Steam-Version keinen Preload hat. Aber Konsole gibt's Preload. Und das finde ich schade. Ja, gut. Dann wartest du halt 2 Stunden, bis er runtergeladen hat und fertig. Ja. Quatsch. Ja, guck, da bei PS4 schon da. Also PS4 braucht auch Preload, mal ganz ehrlich, weil da die Downloads ja echt ein Witz sind. Wobei ich halt bis heute nicht verstehe, wie Sony das nicht oder auch Microsoft das nicht vernünftig geschissen kriegen können, hier maximal Load zu geben und Steam halt schon. Gemacht. Ja, weiß ich auch nicht. Ich frage mich, ob die PS4 das einfach nicht hinkriegt. Ja, aber das kann ja nicht sein, weil zwischendurch hast du ja Max Load. Ja, das stimmt. Also dat, technisch muss das ja machbar sein. Das muss ja eher daran liegen, dass irgendwie die PSN-Server scheiße sind. Das wird wohl das eher. Das kann sein. Sehr gut sein, ja. Ja, da hat Steam einfach schon ein bisschen. Ich meine, Steam arbeitet natürlich auch schon ein bisschen länger als reines digitales Vertriebsseitending da. Und Distributionsunternehmen. Ja, genau. Uhu. Ich finde das mal einen coolen Namen. Und Party hat's auch gemacht. Yes, sir. Echt? Was? Yes, und PS4 und Xbox One, die haben ja jetzt tatsächlich erst angefangen, mit den neuen Konsolen auch krass darauf zu setzen. Das war ja vorher alles immer so, naja. Ah, das war jetzt dumm. Erster Versuch. Deswegen, hoffe ich mal, kommt das noch. Ich hoffe mal, dass immer mehr Leute digitale Spiele kaufen und dass die dann auch merken, okay, das ist wichtig. Wobei im PSN-Ding, das Spiel ist ja dann auch scheiß teuer. Das ist bei Steam natürlich auch. Aber es gibt ja halt Alternativen zu Steam. Als Keyshops? Beispielsweise MMOGA. Oder Origin. Was? Ja, auf jeden Fall. Ah, der Bram macht das jetzt auch. Zweiter Versuch. Oh, da wolltest du ein bisschen, da warst du ein bisschen stürmisch, mein Freund. Ich hab nicht gesehen, dass er die Decke mir den Weg versperren wird. Ich muss Mikkel nochmal fragen. Ich hoffe, wir kriegen Version. Ich weiß doch noch gar nicht. Ja, jetzt aber. Ja. Warte, der Eiskalt hat nochmal runter. Auch gut. Oder habe ich noch einen? Ich glaube, du hast noch einen, ehrlich gesagt. Ja, ist okay. Ja, drauf geschissen. Weißt du. Oh. Ich freue mich auch drauf. Auf Metal Gear. Auf jeden. Hast du Ground Zeroes eigentlich gespielt? Ne. Muss ich an deiner Stelle vorher noch machen. Nee, das Ground Zeroes ist Das... Ground Zero war dieses 2-Stunden-Ding, wa? Ja, genau. Das kannst du... Okay, ich weiß halt nicht, ob wir Version kriegen, aber wenn man sich Metal Gear Solid bei Steam kauft, kriegt man Ground Zeroes umsonst dazu. Lol. Also auch, wenn man es vorbestellt. Das ist jetzt unpraktisch, Bram. Warum? Weil ich nichts sehe. Oh lol. Lauf ich einfach da runter. Nur ein Dreiersprung, da musst du nichts sehen. Nur springen. Oh Gott, danach kommt aber ein harter Sprung. Danach kommt ein Vierersprung, da muss man aufpassen, Peter. Ja. Aber machst du, weil ein geiler Chabo. Oh ne, hast du nicht gemacht. Ne, hab ich nicht gemacht. Der Ground Zeroes ist vor allen Dingen eine super schon
super Ding, weil du da schon merkst, wie die Steuerung und wie sich alles so geändert hat, wie das Ganze so funktioniert. Ja, vor allem, weil ich mit Maus Tastatur spielen kann. Ja, das kannst du auch, ja, genau. Perfect Game, das erste Metal Gear Solid, was du mit Maus und Tastatur spielen kannst. Nee, das stimmt nicht. Nee, das stimmt auch nicht, stimmt. Nee, stimmt nicht? Nee, stimmt, Metal Gear Solid 2 gab's für den PC. Ja, dass es hier nicht gibt. Substance hieß das dann, glaube ich. Ja, aber es war ja trotzdem 2. Ja, ja, genau. Aber für Peace Walker, für den PSP-Titel, da würde sich das halt noch lohnen, sich vorher diesen Film anzugucken. Ja, weil sonst kapierst du halt, also wenn im Metal Gear Solid 3 die Story nicht mehr auf dem Schirm hast und Peace Walker nicht gespielt hast, dann wird's echt ein bisschen schwierig. Ich bin sowieso mal gespannt. Ehrlich gesagt fand ich das Spannendste an Metal Gear Solid halt immer vor allen Dingen die Geschichte rund um Solid Snake halt. Ja, weil er halt immer irgendwie ein bisschen der Abgefuckte ist. Auf ja, wobei Big Boss ist halt auch mega abgefuckt in Teil 3. Ja, klar, weißt du, so, ey, wie eine Mutter gleichzeitig und wie eine Geliebte. Weißt du, voll Inzest erstmal. Achso, naja, Moment, ich meine, der andere Snake wird dann ja Big Boss. Ich meine. Ja, genau, klar. Ich meinte jetzt nicht die Frau. Achso, ne, ich meinte jetzt mit nicht Big Boss, ich meinte jetzt The Boss. Ja. Also du hast halt auf der einen Seite halt diese Geschichte halt um ihn und seine persönliche Entwicklung, aber halt auch mega interessante Nebencharaktere teilweise. Ja gut, teilweise auch mega Lappen, aber teilweise auch mega interessant. Und was halt immer cool ist, die mega abgedrehten Endgegner. Die hast du aber in dem Teil leider nicht. Das ist halt 5. Also es soll wohl Endgegner schon geben, die teilweise abgedreht ja. sind. Ja aber gut, halt aber nicht so, ja genau. Ich weiß nicht, ob ich das halt so schlimm finde, was bisher noch kein Teil so hingekriegt hat wie der erste Teil bei mir, dass ich halt echt eine emotionale Beziehung zu den Endgegnern hatte. Beispielsweise Sniper Wolf oder Revolver Ocelot, weil die es waren halt dann nicht Endgegner und danach weg, sondern meistens hast du die dann nochmal wieder getroffen oder die hatten halt du triffst voll viele wieder. Revolver Ocelot überlebt und der foltert dich nachher. Raven kämpfst du zweimal gegen, Sniper Wolf kämpfst du zweimal gegen. Psycho Mantis fand ich mega cool. Psycho Mantis war mega nice, weil die halt alle auch so ein geiles Ende dann immer hatten und so richtig emotional und so weiter und so fort mit ihrer eigenen kleinen Geschichte. Wenn ich jetzt an die Endgegner von Metal Gear Solid 4 denke, abgesehen natürlich von Liquid, dieser komische Squad mit den komischen Frauen, die waren zwar schön abgedreht, aber die waren mir halt scheißegal. Das stimmt. Und bei Metal Gear Solid 3 ging es mir ähnlich. Das waren halt irgendwelche Gegner aus dem gegnerischen Team da quasi, die mir aber fuck egal waren. Also die End war zwar ein mega geiler Kampf, aber die End ist halt, ja wow, ist halt kein Psycho Mantis. Und bei Teil 2 war es aber auch schon so. Also die Endgegner haben echt ein bisschen nachgelassen, fand ich, seit dem ersten Teil. Es war nie wieder so, dass mich das so krass geflasht hat. Ich agree with you. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, damals dieses Büro vor Psycho Mantis, das werde ich halt nicht vergessen. Wie ja. Meryl halt auf dich zukommt, weißt du, auf einmal irgendwie, auf einmal dann verknallt in dich ist und dich irgendwie vögeln will und du denkst halt, Alter, was passiert denn jetzt bitte? Richtig. Geschafft. Stimmt, bei Psycho Mantis hattest du noch den Meryl-Faktor. Und bei Sniper Wolf natürlich auch. Ja, und Liquid war natürlich auch ein geiler Gegner in Metal Gear Solid 1, vor allen Dingen, weil das so ein ewig krasser Bosskampf ist, erst gegen den Metal Gear halt, dann den Faustkampf und dann nachher noch auf dem Auto. Ja, aber auf dem Auto fand ich nicht so cool. Naja, auf dem Auto war mega scheiße. Das war mega schwierig. Ich hab Metal Gear Solid 1 vor kurzem ja mal wieder durchgespielt und dann ist mir erstmal wieder aufgefallen, dass das echt nicht so einfach war. Hadi, das ist irgendwie dein letzter Versuch oder so. Nein, das ist jetzt erstmal ein zweiter. Okay. Mit seinem zweiten meinte er eigentlich sein letzter. Nee, das stimmt nicht. Klar, du bist beim Wobbelgott einmal runtergefallen. Ja, beim Wobbelgott. Ja. Ja, ich schaff das sowieso nicht. Ja, ist scheißegal. Ist dein letzter. Oh, hallo. Nicht schlecht, sogar direkt auf die Leiter. Ich bin immer an die Leiter gesprungen. Ich frage mich, warum da noch eine Leiter ist. Die ist vollkommen unnötig.
Ja, ja, ja. Nein! Oh, so sad. Ärgerlich. Letzter Sprung. 24,9.